Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. Ja, die Chroniken von Tandrin halt. Also die Extra-Kampagnen heißen die Chroniken von Tandrin. Nochmal zur Erinnerung. Wir haben in der letzten Aufnahmesession die Gefahren der Küste abgeschlossen. Und wollen als nächstes die Erweckung der ewigen Stadt machen. Beunruhigende Nachrichten erreichen uns aus der ewigen Stadt. Dunkle Wolken bauen sich über Tandrin zusammen. Gerüchte von Intrigen, verderbten Bürgern und einem finsteren Kult, der bedrohlich an Einfluss gewinnt, machen die Runde. Ihr wisst genau, wem ihr euer Vertrauen schenken wollt und wen ihr zu meiden gedenkt. Doch für wen ihr euch entscheidet, das Schicksal der ewigen Stadt liegt in eurer Hand. Ihr nehmt eine epische, questbestimmte Handlung um die geistige Erweckung der ewigen Stadt. Wählt eure Seite und bestimmt den Lauf der Geschichte. Entdeckt die drei möglichen Ausgänge. Arrangiert euch mit 12 bedeutenden Persönlichkeiten und Parteien, die mit ihren Intrigen das politische Gefüge der ewigen Stadt bestimmen. Lasst die Waffen sprechen, nutzt die Vorteile des Handels und setzt euch an die Spitze des technologischen Fortschritts, um alle Hindernisse zu überwinden, die sich mit dem erfahrenen Siedler in den Weg stellen. Gewinnt mit dieser ausgedehnten Karte mit 43 Sektoren 8 neue Erfolge. Ja, hier waren es 45 Sektoren. Dass das so viele waren, way. Hier sind es nur 43. Gut, wir starten rein. Ja, die Erweckung der ewigen Stadt. Die Erweckung der ewigen Stadt. Königlicher Berater Arthur, beunruhigende Nachrichten erreichen uns auf der ewigen Stadt, mein Gebieter. Dunkle Wolken brauen sich über Tandrin zusammen. Gerüchte von Intrigen, verderbten Bürgern und einem finsteren Kult machen die Runde. Ihr wisst genau, wem ihr euer Vertrauen schenken wollt und wen ihr zu meiden gedenkt. Das Schicksal der ewigen Stadt liegt in eurer Hand. Geht an Land und gründet eine Siedlung. Eine starke Wirtschaft ist der Schlüssel zu eurem Erfolg. Vertreibt dazu die Räuberbanden aus den umliegenden Dörfern und dehnt eure Herrschaft auf die drei Sektoren am Fuße der ewigen Stadt aus. Mhm. Ja. Also, wir beginnen wie immer mit einer Berghütte. Das ist eine Straße, oder? Ja, das ist eine Straße. Oh, das ist eine Berghütte. Am besten binden wir hier auch ein Lagerhaus an. Oh, wir können das auch anders machen. Hä, gar nicht gesehen. Da ist nämlich noch ein Stein vorkommen. Also errichten wir doch einfach hier eine Steinmetzhütte. Gleich mit 3 Arbeitern. Schließen die so an. Geben hier ein Lagerhaus. Können auch hier gleich Förster und Holzfäller anschließen. Machen wir es etwas platzsparender. So, hier 2 Sägewerke. Dürften auf lange Sicht reichen. Ja, übernehmt die 3 umliegenden Sektoren. Das wäre der hier und der hier.
Wir haben ja sogar eine kleine Armee schon, um das zu machen. Werkzeuge erst einmal. So, hier können wir noch einen Förster mit Holzfäller errichten. Hier einen Jäger. Oder zwei Jäger, besser gesagt. Noch ein Lagerhaus. Dann brauchen wir noch Wohnhäuser hier. So, die Försterei, die forstet hier. So, dann während das gebaut wird, gucken wir mal, wen haben wir denn hier alles so. Wir haben hier einmal Großmeister Grimold in Blau. Der unterhält eine Kaserne und eine Händlergilde, ist okay. Dann haben wir hier drüben Fürstbischof Kolubert. Bei dem sehe ich einen riesigen Friedhof. Ah, hier ist eine Kirche. In der Technologiekarte haben wir wieder dieselbe Technologiekarte wie in Gefahren der Küste. Wobei alle Kathedralen, also alle Klöster hier zu sein scheinen. Kloster der Wissenschaft ist hier, Kloster des Handwerks, Kloster der Landwirtschaft, Kloster des Okkulten. So, welcher Sektor ist denn am leichtesten bewacht? Eigentlich der hier, aber zu dem kommen wir nicht direkt. Also kümmern wir uns erstmal um den Sektor. Wobei, zieht sich erst nochmal zurück. Wir geben erstmal unser Gold noch aus, das wir haben. Taverne. So, der Jäger jagt hier, der Jäger jagt er hier unten. Und ja, da hätten wir Fisch noch. Da hätten wir auch noch Fische. Auch wenn ich nicht weiß, wie man da runterkommen soll. Und ich sehe gerade, dass hier ist Kohle. Ich habe Kohle hier gleich am Anfang. Okay. Eigentlich wäre es ja wahrscheinlich am besten, zuerst das Gold zu holen. Okay. Wie mache ich das am besten? Wenn ich davon einen mache, habe ich noch 11. Und wenn ich noch einen mache, dann machen wir es mal so. Von jedem noch 2. Das sollten 14 Gold sein.
Und ja, dann kann ich dich eigentlich abreißen, weil wir haben nur die Steine hier drüben. So, Köhler. Also Kohleminen. Bevölkerungsbewohnung wieder. Also noch mehr Werkzeug. So, und hier kümmern wir uns dann gleich schon mal um die Brauereien. Der Boden ist fruchtbar, oder? Ja. Es ist ein bisschen dunkel, deswegen sieht man es nicht so gut. Aber der Boden sieht fruchtbar aus. Also sorgen wir uns gleich mal um die Brauereien. Und um die Brauereien mit Wasser zu versorgen. Ja, ich habe aus meinem Fehler von Gefahren an der Küste gelernt. Gut. Dann holen wir uns den Goldsektor als erstes. Wobei, halt. Abreißen. Oh. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Da bauen wir die Kirche. Da bauen wir definitiv die Kirche hin. Meine Pikiniere sterben wie die Fliegen. So, Schlacht ist gewonnen. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr getrödelt habe. Hier drüben sollten wir dann als nächstes einnehmen, weil hier wäre genug Platz für Farmen und Bäckereien und so. Ja, und hier als letztes, da können wir eine Kaserne errichten. Und ja, man sieht, wir sind wieder abgeschottet von den anderen. Nebenbei, wer hält eigentlich die ewige Stadt? Prokonsul Frankobert. Ah ja. Gut. Ihr erschließt neues Land, mein Freund. Großartig. Ja, Gold und Eisen würden es fürs Erste tun. So.
Mir wurde zugetragen, dass ein Botschafter Dr. Robert die wichtigsten Standorte innerhalb der ewigen Stadt in Augenschein nimmt. Nun berichtet uns sein Informant, dass drei Aufklärungstrupps einen Angriff auf die Anlegestelle planen. Ich rate dazu, umgehend Befestigung zu errichten, falls ihr den Verlust eures Hauptstützpunktes verhindern wollt. Okay.